Sollten vielleicht mal was essen vorher. Ein bisschen regenerieren. Ich muss pissen. Schöner Wortbeitrag von dir. Mal ein bisschen im Kreis rennen. Na komm, die können wir doch noch heute besiegen. Wir hatten sie doch schon fast. Wir hatten sie schon fast. Das Schinkenbrot. Es wird doch hier mal ein bisschen. Bisschen Heilung geben. Wie viel muss ich noch verspeisen, um die Heilung zu kriegen? Ein ganzes Huhn. Okay. Scheinbar wird durchs Laufen irgendwie ein bisschen was aktiviert. Sehr schön. Bis Laufen werden diese kleinen roten Flecke aktiviert, die wir dort haben. Das ist zumindest teilweise ein bisschen heilen. Wenn ich das richtig interpretiere. Na, wird das schon reichen für den Kampf? Ich denke mal ja. Also auf geht's. Wir haben ja gespeichert. Ihr jetzt wo jetzt könnt. Wer ist ein mit wie an ihr dies wird fast wie es schade. Alle zusammen aufstehen. So. Hier wieder fliehen. Erstmal und angreifen. Den ersten haben wir tot. So hier. Hier können wir auch gleich schlafen, wenn sie besiegt haben. Den Chef zuerst oder was? Lässt sich wahrscheinlich durch einen schweren Kampf besser besiegen als durch den schnellen. Na komm. Diesmal nicht. Diesmal lasse ich mich nicht besiegen. Du bist auch. Den Möchler kriegen wir wohl als leichtesten, am leichtesten. Bist du dich als nächstes? Sehr gut. Da war es noch der Chef. Der haut aber auch zu. Wir dürfen nicht angreifen lassen. Na komm. 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 So und fertig. Bist aktualisiert. Spur der Salamandra. Wo kommt der her? Wo kommt der Kollege her? Warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... der schickt ein Kind. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Sehr gut, erstmal hier looten. Oh, ein Ring. Silberner Bernsteinring. Sehr schön. Nehme ich mit. Sauber, der Chef. Der hat nur Bier dabei. Kessel. Hier gibt es Hühnchen.
Kinder. Bitte tut mir nicht weh. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Dann kommt mal mit. Schatztruhe, noch ein Ring. Eine Fackel. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Fackel, endlich. Können wir im Dunkeln mal ein bisschen Licht machen. Das Geld nehmen wir gerne mit. Hier noch ein paar Überreste. Okay. Eine Kiste. Geld und Stein. So, welche Wand sollen wir jetzt einreißen? Thermisches Stahlschwert. In die Richtung sollen wir. Okay, wir haben eine Fackel dabei. Können wir die vielleicht ausrüsten? Alvin. Ja, hallo. Sehr schön. Hier die Wand einreißen. Wir können was tun mit der Axt. Die Axt die Wand einreißen. Neue Region wird betreten. Korridor. Aha. Wie soll das funktionieren? Folgt mir. Okay, du bleibst aber stehen. Okay, Wand einreißen. War ja schon ein guter Tipp, aber... Ja, die sieht instabil aus, aber wie? Aber wo? Das war wohl nix. Ah, sehr schön. Dann geht's weiter. Durch die Wand. Und dass man nicht Abigail ist. Was macht die denn hier unten? Warum seid ihr hier gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Ich glaub's auch nur so. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Tja. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Und wir haben hier die ganze Zeit vertraut. Während ich mit denen draußen spreche. Lass nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Aha. Emike, seit ich euch das erste Mal gesehen habe, fühle ich mich zu euch hingezogen. Nicht nötig, ich spreche mit den Dörflern. Ich glaube, wir sollten hier kein doppeltes Spiel spielen. Wir haben ja mit der Madame aus dem Schloss, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, das schon so lange her. Außerdem hat sie ja hier, wir können jetzt hier wählen, ob wir hier mal ein bisschen in der Höhle hier ein bisschen, ja, Spaß mit ihr haben oder ein bisschen Zeit verbringen. Wir haben alle Zeit der Welt.
Oder einfach mal ein bisschen quasi. Ja, immerhin hat sie scheinbar, irgendwie hat sie schon was zu tun mit den ganzen Kreaturen und so. Nicht nötig. Ich spreche mit den Dörflern. Bist aktualisiert von Monstern und Menschen. Ich glaube, wir lassen das mal lieber. Wir machen hier nicht mit zwei Frauen. Das ist eine Sache. Spur der Salamandra. Ich habe den Boss der Salamandra im Umland getötet. Ich muss einen Weg aus dieser Höhle finden. Okay. Einen Weg aus dieser Höhle. Aber ich würde sagen, in der Feuerstelle können wir vielleicht meditieren? Ja, wir können an der Feuerstelle meditieren. Dann lassen wir uns doch die Zeit und meditieren erstmal bis zum Morgengrauen. Und dann beende ich auch diesen Stream, diesen Part, diese Aufnahme. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn wir aus dieser Höhle rausfinden und weiter die Salamandra verfolgen. Und vielleicht nächstes Mal schon in die Stadt reinkommen, nach Vesima. Es sieht fast so aus, als wären wir hier dem Ziel schon ziemlich nahe. Also starten wir die Meditation. Wie gesagt, da mich noch umsonst sich gefallen haben lassen, aber dann neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Witcher-Stream wieder. Im nächsten Witcher-Aufnahme, im nächsten Witcher-Part. Bis dahin, habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao. Willkommen zurück. The Witcher 1 Enhanced Edition. Mit dem Zwergenfürst und mit Geralt und mit der Hexe Abigail. So, wir müssen einen Ausgang aus der Höhle finden und ja, mit der nächsten Quest weitermachen. Höhlenausgang. Ja, da steuern wir direkt drauf zu. Das ist auch scheinbar, das ist hier der richtige Weg. So, jetzt haben wir hier folgende Quests von Monstern und Menschen, da sind wir gerade mit dabei. Ich muss draußen der aufgebrachten Menge Dörfler stellen und ein Urteil fällen. Oh, ein wütender Mob oder was? Ich habe den Boss der Salamandra im Umland getötet. Ich muss einen Weg aus der Höhle finden. Monstern und Menschen. Aha, Spur der Salamandra und Monstern und Menschen aber gerade parallel laufen. Na gut, ein wütender Lynchmob wird draußen außerhalb der Höhle. Eine Region wird betreten, Korridor. Ey, ich bin gespannt. Ein wütender Lynchmob. Ich bin dabei. Let's go. Die wollen die Hexe auf den Scheiterhaufen werfen oder was? Juhu. Hexenverbrennung. Hat der Geist dich mal wieder angefackelt. Angefacht. Geliebte des Teufels! Dachte ich mir, aber ich hab's gerade. Die Geist versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren? Natürlich. Dann wird uns die Bestie verschonen. Die nicht Katholiken so und ihre Hexenverbrennung. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. So kennt man's. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Mhm. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich. Um ihn zu also ich schlage vor, dass wir ihr einen Stein an den Fuß binden und sie im Wasser versenken. Und wenn sie wieder auftaucht, dann muss sie der Nächste sein. Das ist ja, wenn sie wieder... Wenn sie schwimmen kann, dann ist sie eine Hexe. Okay, jetzt müssen wir eine Entscheidung fällen. Alter, eure Brüder waren Krieger, ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können? Wenn nicht im Schlaf. Und ich glaube euch. Ja gut, einerseits ist die Sache, dass sie hat erst zugegeben, sie hat eindeutig diese Monster erschaffen, die Hunde ins Leben gerufen, um sich, ich weiß nicht mehr ganz genau, um sich vor irgendwas zu verteidigen. Also irgendwie hat sie da, also irgendwie ist sie nicht ganz unschuldig daran. Und wir können es bestimmt auch nicht ausschließen, dass sie irgendwas mit, also sie wird jetzt nicht den
den Bruder von ihm direkt mit dem Messer ermordet haben. Wir können es aber bestimmt auch nicht ausschließen, dass da einer ihrer Kreaturen diese erschaffen hat. Vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Mitschuld am Tod könnte sie eventuell doch dran tragen. Das ist, ja gut, das ist halt, ja, er ist auch ein Suffkopf. Das ist halt, dass er es selbst getan hat, das kann er ja durchaus gewesen sein. Ich meine, da werden wir jetzt seinen Zorn auf uns ziehen, weil wir ihm das sagen. Ja, ab mit seinem Kopf dann halt. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen, nee, das würde ich nicht sagen. Das ist halt jetzt ein Lynchmob auf die Hexe zu hetzen, das ist so ein bisschen, ja. Ich meine, sie mag vielleicht schuldig sein, aber sie hat ihre Gründe bestimmt irgendwie und die werden auch schon herausfinden und werden dann irgendwie, das ist halt für ein bisschen, ja, und wie gesagt, er ist ein Säufer, das ist, er kann auch hier im Affekt, hier im besoffenen Zustand, nichts zur Rechnungsfähigkeit, das ist kein Kramann, es ist, halte ich durchaus für möglich. Euer Bruder war ein Krieger, ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Da würde ich mal aus Prinzip dich verurteilen, weil du den Anderlingen nicht. Die Anderlinge. Aus Prinzip mal hier. Weil du die Anderlinge hast. Er handelt mit Banditen, die Kinder anführen. Ich glaube euch kein Wort. Ich würde lieber der Hexe glauben, der Abigail, als den Dorfleuten. Das sind solche. Also es ist einer nach dem anderen, einer nach dem nächsten, vom Händler bis zum Saufbold, das sind alles, da ist keiner besonders, da hat keiner einen besonders starken, großartigen Charakter, da ist keiner, kein Charakter, starker, edler Mann, das sind alles irgendwie, vagabunden und alles, ja, machen alle krumme Sachen, das ist alles hier, das keiner, da ist einer schlimmer als der andere. Das ist also. Ich habe mich überzeugt, das ist so ein bisschen. Ja, aus Prinzip bist du ein Bandit und der Kinder entführt. Wenn du schon hier aus Prinzip die. Ja, ich bin aus Prinzip, wenn man treu sein muss. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Ja. Oder nicht. Das könnte man vielleicht erstmal klären und nicht gleich hier mit einem wütenden Spitz Heugabeln und Fackeln vor der Tür stehen. Das ist Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin dann das Leben nahm. Das klingt mir sehr wahrscheinlich, das klingt mir mehr wahrscheinlicher als und ist jetzt auch die wahrscheinlichere Lösung, als dass sie das jetzt, sie hat bestimmt irgendwie die Hunde, sie hat es ja zugegeben, sie hat die Hunde oder die Monsterin, so heißt ja die Story, die Monsterin und Menschen, hat sie die Monster und die Kreaturen, um sich irgendwo vor irgendwas zu verteidigen, erweckt. Und vielleicht hat auch einer dieser Monster irgendwas so mit Schuld trägt sie bestimmt, aber das ist, wenn ich jetzt einen Richterspruch treffen würde, jetzt hier hängt sie oder lass noch mal mit ihr reden, da ist auf dem Mikro vergewaltigte Ilse, die sich darauf in das Leben nahm. Das klingt an einer True Story. Das ist einfach. Ja, Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen,
Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie. Ja, Teufelsmagie manipuliert und so weiter. Das ist. Ja, sie ist vom Teufel besessen und so weiter. Ich kenne die Geschichten der Geistlicher. Ewige ist schuldig. Sie hat die Bestien herbeigerufen. Hier ist schuldig, es ist aber. Die Dorftrottel hier sind auch nicht unschuldig. Das ist halt. Das ist wer unschuldig, wer für den ersten Stein. Das ist die. Ich meine, die Geistliche hier, das ist. Ich meine, was soll ich jetzt sagen? Das ist jetzt eine knifflige Sache. Das. Letztendlich hat es ja, glaube ich, wie ich es verstanden habe, hat es ja nur getan, um sich, ich weiß nicht mehr vor wem, aber vor irgendwem hat sich ja verteidigt. Letztendlich war es ja, wenn man einen Richterspruch mehr sprechen müsste, dann wäre es Notwehr gewesen. Scheinbar wurde sie von den Dorfleuten bedrängt. Das haben wir ja schon in der Geschichte öfters, das haben wir auch schon erlebt. Wir haben ja mit den Dorfleuten gesprochen. Überall hieß es nur, überall wurde nur schlecht über sie geredet, wurde nur gesagt. Die Hexe, das ist die Teufelswerk und so weiter, haben alle nur gesagt, das ist die. Ihr habt es da vielleicht auch ein bisschen. Ihr seid die Schuldigen, ihr habt es vielleicht auch so ein bisschen herausgefordert. Das ist. Ihr seid auch irgendwie so ein bisschen die, die das Schicksal herausgefordert haben, wenn man so eine. Wenn man sich mit einer Hexe anlegt. Was soll ich sagen? Nein! Ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. So und kommen wir nie ins Dorf, weil in die Stadt rein. Den Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Ja. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzeln allen Übels. Werkzeuge die Frauen, alles, alles. Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen ja, gut. Nur von der Fleischeslust geleitet. Da stehen Frauen. Da stehen Frauen im Mob. Also. Zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Also. Jetzt, wir müssen hier mal ein bisschen kämpfen. Wir müssen Abigail verteidigen. Töten wir den Priester und seine Leute. Verbrennt die elende Hexe. Verbrennt Hexe. Hexenverbrennung. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Ja. Halt's Maul. Machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Ach, das sehe ich anders. Und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Kampf, Kampf, Kampf. Verschwindet. Dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Jetzt rollen die Köpfe. Ach, Feigling. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder. Und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen. Euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ach, schade. Die Wahl. Ich wollte Kopfhörerin sehen. Das ist ja. Jetzt nehmen die Vernunft an und hauen ab. Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Lassen die uns in Ruhe? Als ob. Geistliche war feige und ist abgehauen. Tja. Anführer also. Ja. Es ist ruhig. Zu ruhig. Ach du Scheiße. Sie haben die Hütte, sie haben das Dorf in Brand gesetzt. Die Bestie. Die Bestie, wie es ausschaut. Nicht irgendein Hund, sondern Bossgegner. Jetzt gibt es hier einen kleinen Bossfight. Na dann. Erstmal auf die Kleinen hier. So, ich glaube, mit der Axt waren wir besser bedient. Na komm!
sehr gut. Okay, sie haben eine Gilde getötet. Das ist gar nicht gut. Na komm, schlag zu. Na komm, jetzt hier. Vergiss zu besiegen. Na komm. Na komm. Ja, für den brauchen wir hier das Schwert. Aber den möchte ich noch töten. Na komm. Wir sind auch gleich tot. Sollten vielleicht zum Schwert wechseln. Aber ja, sieht nicht gut aus für uns. Da können wir zumindest besser mit kämpfen. Na komm. Das dachte ich auch nicht, dass das beim ersten Mal klappt. Na komm, jetzt hier. Na komm. Verteidige dich. Greif die Bestie an. Er wird gelebt wieder. Oh, Heilzauber. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es kommt Verstärkung. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, das Grundsatz ist schlecht. Na toll, jetzt ist schon wieder Abigail tot. Die ruht sich noch aus. Steht gleich wieder auf. Das ist eine Art Verstärkung. Abigail, ich bräuchte deine Hilfe hier mal. Bin schon sehr schwach. Es ist halt scheiße, wenn man hier angegriffen wird von allen Seiten. Na komm, jetzt hier raus. Ich kann nichts tun. Abigail, steh wieder auf. Erst die Kleinen, dann die Großen. Dann der Große. Und tot ist er. Wir sollten mit dem Schwert kämpfen. Ach du Scheiße, ich habe ja nicht gespeichert. Ach du Mist. Ja gut, willkommen zurück zu einem neuen Stream der Witcher. Mit dem Zwergenfürst. Aber wo hätten wir denn speichern sollen? Danach kommt gleich die Story-Sequenz und dann... So, dann müssen wir das hier nochmal... Die Entscheidung nochmal treffen.